Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorum zu Super Zwergi World. Super Mario Maker 2 natürlich, mit dem Zwergfürst. Und wir spielen heute, wie versprochen, meine selbst kreierte, meine selbst erschaffene Super Mario Maker 2 World. Ja, Update 3.0 hat gebracht, dass wir jetzt eigene Welten erstellen können und ja, heute Super Zwergi LP World. Ja, neues Spiel. Na, schauen wir mal, welche Level ich da schon so schön eingebaut habe. Ja. Hilfe! Peach ist in Not. Sie wird im Schloss gefangen gehalten. Und ich starte ins erste Level. Welt 1. Drei Welten habe ich gemacht. Und mit Level ist vollgepackt. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Aber ja, gut. Starten wir in Level 1. Welt 1.1. Ja, die Level heißen jetzt hier ein bisschen anders, aber ja. Ich habe hier übrigens versucht, so ein bisschen mit dem ersten Level so ein bisschen ja, Welt 1.1 nachzubauen. Ja, es ist tatsächlich Super Mario Bros. 1. Bloß ein Bumba-Kopf in 3D-World-Style. Jo, und wir sind Goomba und werden nicht von den anderen Goombas angegriffen. Auch ein Neuerungsdings, was wir hier mal ausprobieren können. So ist das Ganze deutlich schwieriger, deutlich einfacher. Ja, ganz gechillt durchs erste Level der Welt. Jo. 1:1 nachgebaut nach SMB 1. Welt 1.1, wie schon gesagt, mit den Tools, die man hier Super Mario Maker 2 hatte, für, ja, wie heißt das, ach verdammt, fallen da natürlich nicht die, warte, hier in einer Röhre ging es runter, ne, nicht in dieser, genau hier. In dem neuesten 3D-Look. Nice. Jetzt ein kleines Secret in einer Röhre. Da kann man dann hier reingehen. Da hat man hier einen Zwerg. Ja gut. Da sind wir zu groß für. Na toll. Zwergen. Ihr könnt es euch denken. Zwergfürst. Kann auch durchrennen. LP, habe ich noch mein kleines Signum hinterlassen. Oh, verdammt! Das muss man schaffen, hier die Tür aufzumachen. So, und hier hat man... Mach dich klein. Hat man eine Tür. Hat man zwei Röhren. Einmal Abo, einmal No-Abo. Ja. So, für alle Abonnenten. Ich habe mich natürlich selbst abonniert. So, hier hoch, die rote Röhre. Zack. Ja. War nicht mehr weit bis zum Ziel. Ja, kleines Gimmick. Für das erste Level. Joa. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier ein Toadhaus. Gut. Ein Toadhaus. Vervollständige das Bild. Auwei. Na komm, Stern. Ach, verdammt. Jetzt haben wir einen ganz dollen Mischmasch. Fail. Joa. So, hier gibt's ein Level. Und hier gibt's ein Level. Kann man sich jetzt entscheiden, ob man den Weg zur Röhre nimmt oder ob man hier den klassischen Weg mit zwei Level nimmt. Ich nehme erstmal den Weg hier. Ich
Hier haben wir mein allererstes Level. Das zuallererst erstellte Level Creepy Nightmare of a Dwarf. Ja, wie war das noch gleich? Oh, ja, muss man hier erstmal umschalten. Geheimer Block. Das war das erste Level, was ich in Super Mario Maker 2 überhaupt erstellt habe. Jo. Mit hübschen Soundeffekten. Mehr oder weniger hübsch. Auwei. Na toll. Ja, ich kenn's natürlich nicht mehr auswendig. Ich weiß nicht, was ich Vergangenheitszwecke da gedacht hat. Wie jetzt die Wege zu machen waren. Jetzt muss ich das selbst machen. Ach du Scheiße. Da gab's doch bestimmt ein Secret hier. Da gab's doch einen geheimen Block hier. Na bestimmt. Na klar. Was sonst? Ich kenne mich doch. Oh ja. So. Und jetzt hier. Wenn man runterfällt, hat man versagt. Muss natürlich die Münze einsammeln. Oh kacke, ich glaube, das ist eins meiner schwersten Level überhaupt. Was zum Henker? Jetzt bin ich klein, jetzt das wird nichts mehr. Ach du Scheiße. Ja gut. Meine eigenen Level sind nicht für mich selbst gemacht. Dann haben wir jetzt hier die Zielbedingung mit den 42 Münzen, die wir sammeln müssen. Das ging nur auf diese eine Weise. Tot! Oh, ich lebe noch. Und der Stern hilft auch weiter. So 30 Münzen. Ja. Sehr gut. So, hier nicht runterfallen. Darüber. Na toll. Natürlich gibt es ja auch wieder einen Stern. Und hier. Hops, hops, hops. Und wieder ein Stern. Ja. Ich mach's mir irgendwie zu leicht, oder was? Na, das wollen wir mal. Puh. Na komm, hops, hops, hops. Nicht zu weit. Da geht's raus, da geht's runter. Hier muss man natürlich nach links. So, 40. Brauchen wir noch zwei Münzen. Warum 42? Ja, warum 42? Die Zahl. Ich muss den Schuh ausziehen. Ich glaube, ich muss den Schuh ausziehen. Jo. Oha, jetzt hier. An die Spitze. Immer an der Spitze bleiben. Nicht bewegen. Doch bewegen, aber mal an der Spitze bleiben. Ganz wichtig. Nur so überlebt man's. Na. Vorausgesetzt, man überlebt's. Jo. Man muss leider die 42 Münzen sammeln. Deshalb, ja. Deshalb kann man auch nicht rüberhüpfen. Zack, 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 zack. Die Sterne, die helfen hier sehr gut weiter. Na, hier nicht unbedingt, aber... So, ab in den Schuh. Sehr gut, so muss das. So ist das auch gedacht. Dann kommt der eine noch. Sehr gut. Durchgehüpft. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Zeit reicht, aber ja, wir haben noch genug Zeit. Hab's hier durch. Leg mal den Schuh hier ab. Leg den Schuh ab, Mario. Leg den Schuh ab. Na komm, und zack. Feuer, Mario.
Na komm, durch hier. Und zack. So kann man das auch machen. Oh, oh. Schnell hinterher. Ja. So, alle Gegner ausgeschaltet. Abwarten. Naja, ist machbar. Wenn man nicht so ein totaler Noob ist wie ich, dann ist das durchaus machbar. So. Stiefel hier lassen und weiter. Wir lassen uns mal klein machen. Jo. Nur als Kleiner kommt man da durch, als kleiner Mario. Verdammt! Jetzt dann Checkpoint reinbauen sollen. So schafft man niemals die drei Welten. Machen wir mehrere Parts draus. Heute Welt 1. Im nächsten Part Welt 2. Ja, da kann man oben drüber. Habe ich leider falsch gebaut. Das bringt einem nicht viel. Ja, Vergangenheitszwerge hat sich irgendwie gedacht. Ja, womit kann ich Zukunftszwerge nochmal richtig, ja, auf den Keks gehen. Danke dafür. Ich hasse dich, Vergangenheitszwerge. Du bist scheiße. Danke dafür. So, auf der Spitze bleiben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da wird's nochmal fies. Nice. Geschafft. Hier durch, hier durch. Hier kommt nochmal eine kleine Fiesheit wahrscheinlich. Hier übernehmen. Scheiß Soundeffekte. Toll, Lava. Und hier nochmal ein bisschen Feuer. Überleben. Ach nee, leck mich doch. Da muss ich noch rüber. Ach du Scheiße, ich bin klein. Nein! Das kann doch nicht. Ich bin jetzt hier eine Stunde an diesem einen Level dran. Ja, komm, ich mach jetzt hier Rage Quit. Ich schaff mein eigenes Level nicht. Versuche mich mal hier drin. Boss Battle, das ist jetzt auch nicht gerade das beste Level. Ja. Da wollte ich auch mal einen neuen Boss ausprobieren. Als erst hat man den Goomba als Boss. Eine kleine Niane zum Hochklettern. Trooper lässt grüßen. Ja. Hau ab. So. Hammer, Bruder. Das finde ich aber Hammer, Bruder. Ein SMB2-Pilz. Ja, hier geht's rüber. Eine kleine Rutsche nach unten. Aber vorsichtig. Da kommt der Kollege hier. Sehr gut. Runter hier. Huch, hier geht's bum bum. Hier gibt's einen Check the Point. Aber ja, der Checkpoint ist quasi nichts wert, weil er ziemlich ungünstig liegt. Und der respawnt da, glaube ich, nee, das ist Bowser Jr. als nächstes. Na komm, ab hier wird es noch schwerer. Der Checkpoint, ja, ist kein Geschenk. Man muss alle besiegen, weil sonst, ja, sonst hat man später das Geschenk. Ah, verdammt, stell dich nicht so an. Okay, Bowser Jr. besiegt.
Bowser. Und wir zwei Bowser. Ich lasse dich stehen. Jetzt schießt er weiterhin Sachen. Das ist natürlich blöd. Nice, ich habe den einen übersprungen. Verdammt. Der kommt hinterher. Das sind die neuen Gegner hier. Aus den alten Spielen. Ah, verdammt. Dich habe ich. So. Immer schön die Power-Ups sammeln. Puh. Und Bowser trifft mich. Na komm. Werde ich von allen Seiten befeuert. Verdammt, ich bin klein. Ist schlecht für mich. Die verfolgen mich alle. Ah, Kacke, wir sind geliefert. Kacke. Wir haben einen Checkpoint. Okay, vielleicht ist das doch machbar, das Level. So ein Boss-Raid. Das hat hier kein Geschenk, weil da oben noch... Jetzt kommt der Kollege hier. Die können wir auch erledigen, aber ja. Die Bosse davor, die waren jetzt nicht wirklich schwer. Bum Bum ist jetzt auch noch nicht sonderlich schwer, aber danach wird's spannend. Der macht einen schon klein. Danke, zwei Bosse auf einmal. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Bowser Junior. Power abholen. Und zack. Die auf den Dates springen. Na komm, und zack. Na komm. Kann man den Bowser überhaupt besiegen? Ich glaube, mit draufspringen geht das so leicht nicht. Und Bowser Junior schon, aber. Bowser ist da nicht so leicht zu besiegen. Ja, habe ich schlecht platziert. Ja, da verletzt man sich, wenn man draufspringt. So ein Trick. Na komm. Als erstes den hier besiegen. Der mit seinen Strahlen hier. Kacke. Hier wird man gleich von zweien beschossen. Ach. Kann man auch einstecken. Der Bum Bum ist nicht das Problem, aber zu zweit dann hier. Ach, Kacke. Bum Bum besiegt. Puh. Bowser Junior. Warten, bis er drüben ist. Der springt noch zurück. Na komm. Na komm. Na komm. Das wird so nix. Würdest du mal? Dann halt so. Dich nochmal, Bum Bum. Dich kriegen wir doch relativ schnell. Ja, sagte er. Jetzt kommt der Kollege noch runter. So. Da steht er günstig. Ach, verdammt. Ein Bum Bum ist leicht, den kriegen wir hin. Das hat uns auch schon ein paar Mal gerockt, aber... Ja. Zack. Der ist nicht das Problem. Und da kommst du runter, Kollege. Und wohl nicht. Okay, schnell hoch hier. Verdammt. So. Mario von oben. Nice. Ach, Kacke. So, Bowser Junior haben wir. Und weiter. So, Bowser. Der ist ziemlich, ja, so kann man es auch machen. Ich
bin natürlich nicht durch die Geheimtür gegangen. Nicht als Cheat dort eingebaut habe. Durch die Röhre. Wir spielen das Level noch. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Wieder in einem neueren Stil. Au, Kacke. Ja. Unter Wasser sind die ein bisschen langsamer. Chips. Nein. Ich habe auf jeden Fall genügend Leben hingesetzt, dass man das schaffen kann. Dass man auch meine Levels. Leider muss man hier abwarten, bis die Chips kommen. Weil sonst wird das hier nichts. Ja, hier. Chips. So, jetzt vielleicht. Wenn die Chips im Weg sind. Ja. Hier habe ich auch ein bisschen experimentell was ausprobiert. Ein bisschen unnützige Sachen platziert. Ja. Propellerpilz im Wasser. Ist so ein kleines Trigger-Level. Ja, gibt es so ein paar Sachen dabei. Muss man erstmal klein werden. Hier gibt es ein paar Sachen dabei, die nicht sein mussten. Ja, hatte ich ja einfach mal ein bisschen Spaß beim Erstellen. Ein paar Sachen ausprobieren. Nein, komm nicht näher. Gut, hier weiter. Eisblöcke unter Wasser, ja, gut. So. Hammerbruder unter Wasser, ja gut. Immer ein Bosskampf unter Wasser, der ganz gechillt ist. Unter Wasser. Kann man sich schenken. Ein Bosskampf. Ein bisschen zu viele Chips für meinen Geschmack. Ja. Zack. Zum zweiten Mal. Und gleich bist du erledigt. Ja, Bosskampf hier unter Wasser. Das fand ich eine gute Idee. Bosskampf unter Wasser. Das war keine schlechte Idee. Verdammt. Darf natürlich nicht zaubern. Nice. Und der Schlüssel ist meins. Jetzt brauchen wir natürlich noch den P-Switch. Sehr gut. Nicht vom Cheat-Chip treffen lassen. Hier die Münzen. Ist knapp. Und das auch schon die Zielflagge. Vorsichtig, da sind viele Gegner im Raum. Nice. Ja, gut. Auf ins Schloss. Ja, gut. Ist halt ein Albtraum für ein Zwerg. Mein Schlosslevel. Da ich mal das Level aus New Super Mario Bros. U. Das erste Schloss habe ich nachgebaut. Jo. Oder war das aus Super Mario Bros. 1 aus dem ersten Ding. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich hier ein Schloss nachgebaut. Ganz easy. Kann man schaffen. Das erste Schloss soll ja noch nicht so schwer sein. Die später haben es in sich. Schon ein bisschen schwieriger, aber ja. Hier ist was versteckt. Ach verdammt, warum läufst du auch in die einzige Flamme rein, die es gibt? Na komm, das Schloss kriegen wir hin. Ist nicht allzu schwer. Na komm. So. Das war, glaube ich, hier Level 4 aus Super Mario Bros. 1 für den NES im New Super Mario Bros. U Stil gemacht. So, zack.
Bowser besiegt. Welt 1 geschafft. Da gibt es noch ein paar Secret-Türen. Das ist irgendein plumper Quatsch. Plumper Quatsch. Habe ich das Wort schon wieder her? Von meiner Oma wahrscheinlich. Nice. Schuss in die nächste Welt. Welt 2. Das machen wir im nächsten Part. Gut, ich habe für heute genug. Ich bin hier schwitzenass. Ja gut, Welt 2 machen wir im nächsten Part. Dann mache ich jetzt ein dreipartiges Let's Play draus. Ja, na dann. Man sieht sich im nächsten Part von Super Zwergy World auf der Switch wieder. Mario Dance da schön. Ja, weitere tolle Levels in der Wüstenwelt im nächsten Part. Bleibt dran, seid auch dort mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.